Ja, hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu Minecraft. Wie ihr sehen könnt, sieht es ein bisschen anders aus, denn wir sind hier in der Minecraft-Version 1.7.10 ein bisschen gemoddet und ja, das ist sozusagen ein Test in meiner Welt, die ich privat im Survival-Modus gebaut habe. Und ja, also es ist wirklich alles im Survival-Modus entstanden. Es sieht noch sehr viel aus, aber das ist es auch. Lasst uns mal hier reingehen. Also das ist schon mal die Bibliothek. Und da ihr wisst, wie man Bücher craftet, könnt ihr euch, denke ich mal, vorstellen, wie viel Arbeit das war. Ja, das hier ist jetzt eher noch ein Test als ein richtiges Let's Show. Also ich wollte jetzt hier erstmal ein Let's Show machen aus dieser Minecraft-Welt hier, wo wir halt in den Folgen zum einen bauen können. Zum anderen kann ich euch dann allerdings auch zeigen. Entschuldigung, das war das Mikrofon. zum anderen kann ich euch auch zeigen, was ich so privat gebaut habe. Und das würde ich gerne so 14-tägig raushauen. Also ich denke mal, hier sieht man, was ich vorhabe. Eine komplette Stadt, die so aufgebaut ist. Hier, warte, zeige ich euch gleich mal. Ich weiß gar nicht, welchen Game Mode wir haben. Peaceful, okay. Zum Zeigen ist das gerade, denke ich mal, gut. ja, also hier sieht man, sollen zwei Häuser so mit so einer Brücke verbunden werden. Dahin ist ja die Bibliothek. Ich habe mir gedacht, hier soll so ein Restaurant rein. Allerdings ist hier halt nicht wirklich Platz für eine Küche. Da habe ich gedacht, dass hier halt in die obere Etage irgendwie eine Küche reinkommt. In die untere Etage halt, ja, ich weiß es nicht, so ein paar Utensilien zum Lagern eventuell. Ja, mal schauen. In ein Gebäude würde ich gerne auch, vielleicht mache ich das hier ein bisschen größer aufmachen. Dann hier vorne quasi eine Mauer ziehen und hier noch Pferde oder so reinbringen. Könnte ganz cool werden. Ein rotes Schaf, mein Gott. Ja, hallöchen, Popöchen. Ja, okay. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist diese Welt sehr groß, beziehungsweise wie ihr hier sehen könnt. Upsala. Und wie ihr hier sehen könnt, ist da hinten noch mehr versteckt. Das zeige ich euch allerdings noch nicht, aber was ich euch hier schon mal zeigen kann, ist zum Beispiel... ja, hier noch einige Bäume, hier noch eine schöne Stadt. Das hier muss ich gestehen, das hier ist ein Projekt, was von ganz vielen Leuten, also vier Leuten, drei bis vier Leuten gemacht wurde. Das hier ist alles meins. Und da ist noch was. Und da komme ich später noch zu. Erstmal hier. Wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Also wir sind jetzt hier, hier sollte so ein Dorf entstehen aus solchen Häusern. Hier eine unterirdische Welt quasi, ein unterirdischer großer Garten. Zeige ich euch auch noch. Hier einfach die verschiedenen Bäume. Sozusagen so ein bisschen Forstwirtschaft betreibend. Wollte ich hier eventuell nochmal machen, also quasi nochmal doppelt so groß vergrößern. Diese Mini-Stadt hier. Ihr seht hier, das wird auch noch ein Haus. Eventuell hier noch Häuser hin. Hier sind ja schon Häuser drin und eventuell hier noch, also hier noch richtig, eigentlich sollte die hier richtig groß werden. Ich habe mich komplett übernommen, weil ihr seht gleich alleine, wie groß die Felder sind. Oder wenn ich mal ein bisschen näher reingehe, die sind 8 Felder breit und davon gibt es sehr viele hier. Aber ich gehe erstmal wieder aus der Karte raus und zeige euch das mal so. Haha. Ja, oh, ich muss die Karte anmachen, so. Da vorne geht's zur Monsterfalle runter. Ja, Monsterfalle gibt's auch. Auch alles im Survival gebaut, alles alleine hier. Kleine Hütte. Da geht's runter. Hier so ein paar Eier sind hier noch drin. Und hier oben, ja, einfach nur ein Bett. Ich gehe mal eben schlafen. Ist ja gerade Nacht. Am Tag sieht man besser. Habt ihr vielleicht im Chat gesehen hier, mein Game Mode wieder zurück zu Survival ändern. Keine Sorge, ich habe nicht hier gecheatet, sondern ich bin einfach nur von der, wie ich es gerne genannt habe, Staffel 2 zurück hier zu Staffel 1 geflogen. Beziehungsweise durch Neta, aber
bin halt auch erstmal ein Stück geflogen, bis ich dann auf die Idee kam, durch den Nether zu gehen. Hier könnte es jetzt ein bisschen lenken, durch die Erntemaschine. Aber man sieht schon die Ausmaße hier. Von da vorne ist das Lagerhaus. Wenn ich da runter gehe, gleich lenkt's. Ich hatte hier früher auch mal so eine Raumstation. Okay, ich glaube, jetzt ist es schon am lenken. Vor allen Dingen hier unten noch der Bauernhof. Hatte ich gerade vergessen zu erwähnen. Mit ganz vielen Tierchen. Ja, bin ich sehr stolz. Und hier, also ich finde es ganz cool eigentlich. Geworden auch wirklich alles im Survival gebaut. Hier drei Pferdchen, finde ich ganz nett. Und hier geht es dann... Wo ist das am Längen? Hier geht es dann zu dieser Mini-Stadt, von der ich gerade erzählt habe. Die dann doch etwas größer ausschaut, wenn man es mal oben mit der Karte vergleicht. Ja, als Singleplayer-Survival-Projekt nicht zu empfehlen in dieser Größenordnung. Hier noch verschiedenste Felder. Und hier, das sollte unterirdisch mal was werden. Also ich habe mir gedacht, weil ich in dieser Version halt schon lange nicht mehr gespielt habe und gerade erst im Let's Retro einen Neuanfang quasi gemacht habe, dass wir hier einfach weitermachen. In dieser Welt erstmal und das quasi als Let's Show Minecraft machen. Hier sieht man schon, wie es runtergeht. Ja, hahaha. Und das alles im Survival und ohne TNT. Also hier sind wir gerade auf der Oberfläche und das hier ist jetzt schon unter der Erde. Ne? Also ist schon groß. Das hier ist ebenfalls unter der Erde, alles ohne TNT ausgehöhlt, ganz alleine gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich hier dran saß, überall Glowstone, das fand ich auch ganz cool gemacht. Und das hier ist das Mammutprojekt, an dem ich gerade noch dran bin. Ja, das hier fertigzustellen ist, wenn man sich das hier mal anschaut, sehr, sehr viel noch. Also ich habe nur mal die Hälfte geschafft von dieser Etage. Und hier drunter sollte erst die große Etage mit dem... Also man sieht schon, hier sollte die Etage viel größer sein. Erst hier drunter sollte die richtige Etage mit dem richtigen Garten kommen. Ja, da ist noch... Da habe ich noch viel vor. Ich bin ja auch hier erst auf Höhe 55. Also, ja. Ich habe mich ein bisschen übernommen, würde ich sagen. Auch mit dem Dorf, da mit den Cleanstone-Häusern oder Cleanies, wie auch immer man es nennen will jetzt, Häusern, ein wenig übernommen. Warum spiele ich in der 1.7.10 und nicht in der 1.8? Zum einen wegen den Mods, weil die glaube ich immer noch nicht für die 1.8 raus sind. Und zum anderen einfach, weil ich mit meinem Computer mit der 1.8 immer das Problem habe, dass wenn ich ein bisschen rumlaufe, ganz schnell was wollte ich jetzt sagen, ganz schnell bla 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 bla, nee, da ist dann immer ganz schnell Renderproblem und dann steht man da auf einmal an der Weltkante und die Welt ist zu Ende, also die wird dann nicht nachgeneriert und deshalb habe ich mich dafür entschieden, hier zu bleiben. Da oben sind Schilder dran, also hier, mit hier meine ich in der Version 1.7.10. Und wenn ich da jetzt ranzoome, Rathaus von Pofingen. Ja, da war gerade, glaube ich, SimCity von Gronkh dran. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ups, Pofingen. Hört sich ganz cool an. Ja, die Häuser hier sind noch nicht wirklich eingerichtet, bis auf dieses Haus hier. Wobei, hier sind schon mehrere eingerichtet. Also halt so ein bisschen Einrichtung, so ein bisschen einfach offen gelassen oben. Ich habe mir einfach versucht, Mühe zu geben. Viele in den Kisten noch drin. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Das ist, glaube ich, auch schon eingerichtet. Ja. War vorher ein anderes Texturenpack. Das sieht man, denke ich, mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob hier... Ne, hier war noch nichts eingerichtet. Hier, das hier sollte quasi so ein einzelnes... Das war Dropbox. Yay. Immer diese E-Mails. Nee, also hier sollte quasi so ein Bett rein, Schlafzimmer. Bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Hier, das sollte eh nicht. Ach nee, hier hatten wir hier. Mit so einer Terrasse quasi draußen, wo das Dach halt drüber geht. Das heißt ein viereckiges Dach eventuell. Oder halt, dass hier einfach ein Flachdach drauf kommt oder so. Wobei, da habe ich mir gedacht, einfach ein großes viereckiges Dach drauf. Sollte besser sein. Ne, hier hatte ich auch noch nichts eingerichtet. Was ich eingerichtet hatte,
war im Rathaus, ne, im Rathaus auch noch nicht viel. Inspiriert habe ich mich übrigens als, ich muss gestehen, ich habe mich viel von Punk inspirieren lassen hier. Also zumindest teilweise. Hier zum Beispiel halt, einfach wo er, kurz bevor er zu diesem neuen Haus gegangen ist, wo er alles Mögliche in einem Haus gebaut hat, da habe ich mich auch von inspirieren lassen später. Aber hier halt von dieser Stadt, die er dann noch angefangen hat, nachdem er die Brücke gebaut hatte. Nehmt's mir übel, nehmt's mir nicht übel. Ist halt meine Privatwelt, es ist nicht eine Welt, die halt hierfür gedacht war, dass sie halt mal im Internet rumkommt, sondern einfach für mich privat. Und ich fand's einfach cool, diesen Style. Und hab das deshalb gemacht. Ja, hier fehlt auch noch einiges. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das hier sollte die Bibliothek werden, dass hier oben Bücherregale draufkommen. Ja, nie fertig geworden, so wirklich. Oh mein Gott, 11 FPS, also irgendwie doch ziemlich am Längen, wobei ich finde, es geht sogar noch. Muss ich mir mal gleich in der Aufnahme angucken. Ich hoffe, es funktioniert. Das wäre nämlich cool, das hier als Let's Show raushauen zu können. Felder brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Das wird den Rahmen etwas sprengen. Also hier rechts seht ihr so ein bisschen Forstwirtschaft betreiben. Wie ihr auf der Karte sehen könnt, geht der Weg einfach geradeaus und dann links quasi zur nächsten Ecke von dem Dingen hier, also nach da hinten, nach genau da. Da kommt der Weg an. Und ja, hier die Häuser hatte ich euch ja soweit gezeigt. Da gehe ich jetzt nicht rein. Was ich aber nochmal machen werde, achso, hier oben noch ein schöner Balkon. In dieses Haus hier gehe ich rein. Seht ihr da hinten das Lagerhaus. Und Lagerhaus, dieses Haus und die Felder sind miteinander verbunden durch diesen Gang. Woher gehe ich einmal noch hier raus? Da, Terrasse, sehr schön. So, und dann geht's jetzt hier runter. Was ihr sehen könnt ist, oh mein Gott, da wird's groß. Oh mein Gott, da wird's sehr groß. Und oh mein Gott, was ist das? Ja. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Das ist übrigens in einem Dreivierteljahr entstanden, in dem ich sehr viel gezockt habe. Also das hier und noch das andere, was ich euch noch nicht gezeigt habe, was auch noch enorm viel ist. Ja, hier unten waren noch ein paar Kisten für Sachen vom Feld. Hier mit einem Hopper, die damals neu waren in der 1.7 hier. Die Eier hinten aus der Hühner-Dingens hier rein, die leider nicht mehr funktioniert hat am Ende, weil die Hühner gestorben sind und so weiter und so fort. Der fand ich da 5.2.1. Fragt mich nicht wieso. Da unten fehlt die Lava mittlerweile schon. Fragt nicht, was damit los ist. Kobbelfabrik. Zeige ich einmal. Dann konnte man hier Folgendes machen. Zack, 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 zack. Und da kommen dann die Kobbels raus. Einfach hier so ein bisschen ja, einen auf Kuh gemacht. So, hoho. Hier ist ein Netherportal. Brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich werde jetzt nicht den meinen Ranch-Song singen, weil hierzu passt es einfach nicht. Netherwarze und hier unten halt noch mehr Lagerhaus. Das Lagerhaus ist hier quasi auch mein Wohnhaus, weil ich tendiere dazu. Oder tendiere. Ja, ich tendiere einfach, wenn ich privat spiele, dazu, nur in Höhlen zu gehen. Was? Und das ist jetzt wirklich ohne Cheats. Ja, das sieht man bei solchen Sachen. Und hiervon, hiervon und hiervon und hiervon ist noch ganz viel auch noch unten im Keller. In Truhen. Hier oben sind dann so Sachen wie Sachen aus dem Nether oder Fische oder sowas. Knochenmehl, da ist gar nichts drin. Oder hier sowas. Und hier oben. Hier ist, glaube ich, hauptsächlich. Genau, hier ist Nether. Was da unten sollte, weiß ich nicht. 51 Glowstones noch. Und hier ist ein Matt. wie man sich das anzeigen lassen kann mit der Durability da unten. Ist übrigens gleichzeitig F3. Also jetzt F3 und H drücken. Dann wäre es wieder weg. Mache ich mal kurz. F3 und H und es ist weg. Und nochmal F3 und H. Und es ist wieder dran. Es ist wieder da. Es ist manchmal ganz lustig.
Ja, mehr gibt es jetzt so nicht zu sagen zu dieser Welt. Ich habe hier sehr viel bewaldet, sehr viel ausgeleuchtet. Ich war früher mal, wie gesagt, eine Space Station sozusagen. Hab mich da von verschiedensten Minecraft-Let's Plays und sowas einfach inspirieren lassen damals, als wir den Server gemacht haben, weil das einfach so die Zeit war, in der ich sowas immer geschaut habe. Und ich glaube, das war auch die Zeit, in der schon der Gedanke dann am Ende angefangen hat, sowas mal zu machen. Ich wollte auch dann hier hinterher noch, ach genau, ich wollte hier noch einen Eingang bauen für unter die Felder. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich unter den Feldern genau machen wollte. Könnte man sich ja immer noch was überlegen, was man da hinbauen könnte. Ja, und hier habe ich den Weg schön enden lassen, hoffe ich mal. Hier hin. Und eigentlich sollte hier auch nochmal ein Weg hochgehen. Dann habe ich mich doch entschieden, hier noch ein Feld hinzubauen. Ich bin erstaunt, dass es gerade mit 15 FPS so funktioniert. Ja, also auch wenn die FPS hier schlecht sind, hoffe ich dennoch, dass es euch gefällt. Hier oben kann man nämlich auch rangehen. Yay! Okay, jetzt laggt es wirklich. Ich glaube, das wird bei euch gerade extremst laggen. So, hier sind überall Kakaobohnen. Hehehe. Ganz cool gemacht. Hühnerbad. Hühnerspaßbad. Als solches ist es ja bekannt, ist hier leider ohne Hühner, weil die alle ersoffen sind. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall ist es leider so und müssen wir mit leben. Ja, das war's dann erstmal für die erste Let's Show-Folge hier. Dann geht's auch noch runter, zeige ich euch ein andermal. Ich verschwinde jetzt einfach mal nach oben und sage danke, dass ihr euch das hier anschaut. Es ist wie gesagt erstmal eher ein Test als ein richtiges Let's Show. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es halbwegs funktioniert hat und dass ich das hier hochladen kann, dass es jemals jemand sieht. Vielleicht haue ich es auch einfach als Test Nummer 4 raus oder halt als Let's Show 001. Muss ich schauen. Hauptsache, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen oder so. Schreibt mal was in die Kommentare, ob ihr die Idee gut findet oder nicht. Ich habe Lust, es zu machen und werde es wahrscheinlich einfach tun. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wie es hiermit weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Wochenübersicht. Ich weiß noch nicht, wann die Folge hier online kommt. Ich weiß noch nicht, wie viele Tage später oder so die nächste Wochenübersicht kommt. Auf jeden Fall bis demnächst mal. Oder bis in einem anderen Let's Play. Also morgen oder übermorgen. Kommt drauf an. Ich freue mich auf euch. Und auf Wiedersehen.